Dörte, ich krieg gerade ein Zeichen von der Technik. Ich glaube, die Seite steht. Guck mal da! Das ist doch live am Flughafen! Was? Hello, was sagt sie? Man. Oh, das ist Sylvie Smith. I love Smith. You, you're so wonderful! Nein, das ist it's the first time for me in Bremen. Doch, das ist diese Bette so Midler, die Tattoo. For me to be here. Ach, die aus England. Ja, die aus England. I want to sing for you a medley of my greatest hits. But first of all, let me say hello and congratulations to you at your Rad and Tat Center for Homos... Homo... Silly, if you can hear us, and homosexuality. Yes. Yeah. And let me sing a song for you. Yes, please. Happy birthday to you. Also wenn die endlich Englisch sprechen würde. Happy das wär, ich könnte schwören, dass ich sie kenne. You. Wer soll denn das sein? Happy birthday. Ich kenne ihn nicht. Es happy klopft. Birthday. Es liegt mir auf happy der Zunge. Ja, mach, sag doch, sag doch. Das ist doch Inge. Welche Inge? Inge Schack-Wolotowski. Nein. Die wird doch überall gesucht jetzt. Ach, ehrlich? Die hat sich als Beth Midler in die Tattoo verkleidet. Das ist die Melda Marker. Nein, das gibt's ja nicht. Stasi! Stasi! Mike, wenn du uns hören kannst, bitte mach mich weg. Was? Nein, Mike, wohl. Mike, kannst du uns irgendwie hören? Mike, wenn du uns irgendwie hören kannst, wir wollen sofort ein Interview mit der Stasi. Wir haben sie, das ist ja spannend. Okay, das ist ja spannend. Das ist ja Honecker. Wunderbar, oder? Halt doch wieder fest, Mike. Nein, das ist ja bescheuert. Die Kamera nicht stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war spannender Stasi. Als am RTL Plus. Stasi, wohin man sieht. Stasi, wohin man sieht. Ja, so ist das. Diese Lage spielen jetzt ein Spiel. Thank you.
anarchistische Schlag ist euch gelungen. Aber so ist das mit den Stadtschmusetanten. Immer sind sie witzig. Ja. Das vorhin erst irgendwo gehört. Was? Immer sind sie albern, wie sind sie ehrlich. Ach, das habe ich gar nicht gehört. Da ja, aber ich, da warst du noch unten. Da war ich gerade bei meinen Lippen. Lass uns doch mal anstoßen. Prost. Ja,